Pfingsten hat. Aber im Grunde genommen geht es Ihnen nicht darum. Ihnen geht es nach wie vor, so viel Geld wie möglich einzusacken für Ihre Parteien und einen Postenschacher und Proporz in Österreich zu betreiben, wie das ja tagtäglich auch der Fall ist. Und Herr Bundeskanzler, Sie repräsentieren unser Land außerhalb der Landesgrenzen. Nehmen Sie bitte auch wahr und nehmen Sie ernst, was europäische Zeitungen über Österreich berichten. Heute in den Zeitungen, Neue Zürcher Zeitung, bitte heute nachzulesen. Da steht drinnen Österreichs Parteien und das Leistungsprinzip. Der Euro steht auf der Kippe, die nationale Schulden- und Defizitquote ist viel zu hoch. Erst vor Wochen wurde ein Sanierungspaket über 27 Milliarden Euro geschnürt. Doch geht es um die eigenen Pfründe, ist Sparen für Österreichs Parteien ein Fremdwort. Und das, obwohl sie ohne dies weltweit neben Japan am höchsten subventioniert werden. Herr Bundeskanzler, das Bild geben wir gegenwärtig ab innerhalb der Europäischen Union. Da wundert es mich nicht, dass Sie in Brüssel unterm Teppich ein- und ausgehen müssen und sich nicht getrauen, auf den Tisch zu hauen und Ihre eigenen Positionen einmal auch zu